So, herzlich willkommen beim Let's Play von Arslog. So, beim dritten Video sind wir heute angekommen. So, und wir müssen jetzt die Mission von diesen Hasen erlegen. So, und los geht's. Genau von ihm, ja? Von diesen Schweinehasen. Auf geht's! Wir können erst gehen, wenn wir mit den Gelehrten darüber gesprochen haben, wo wir Olia finden können. Den Gelehrten. Ah, hier ist einer. Ich glaube, das ist es auch. Ja, sieht so aus. Hallo, die Hochheule hat mich geschickt. Ich habe eine Botschaft für Olia Alagbato. Weißt du zufällig, wo ich sie finden könnte? Das letzte, was ich gehört habe, ist ein Gerücht, dass sie Richtung Ramoro unterwegs sei. Das Sumpfland? Ja, nördlich von hier, nicht weit weg. Ich bringe euch hin. Danke für deine Hilfe, suchende Eule. Lebe wohl, Ferkelhase. Möge Lys dich voranbringen. Nun gut, Herr Ammann. Wir reisen dann wohl mit der Kutsche. Oh nein! Oh nein! Wir werden durch die Wildnis laufen. Wildnis? Also ist es dort nicht sicher? Mit mir sicher genug. Müssen mal sehen, wie sicher das da jetzt ist. Vor allem, weil dieser Charakter gerne mal Plan 3 macht. Ja. Ich versuche meine Karte so gut es geht auf den Laufenden zu halten. Nur damit du es weißt. Ich zeichne Plätze ein, an denen wir waren und markiere bekannte Orte. Ciao! Cool, die Weltkarte sind wir jetzt hier. Zahler und so. Ui, ganz schön weit das Ende. Oh ja, da werden sie wohl ein ganzes Stück laufen müssen. Ja. Oh, man kann also zurück. Karte und Gnads Logbuch. Die wurde zurückgeschickt. Ah, jetzt ja. Da ist die Lady. Aber ein ziemlich großes Teil in der Hand. Heute suchen Dungeons nach Ton, denen sie enthalten Herstellungsmaterialien. Ah, so sieht die freie Welt aus. Ist er fett. Oh, etwas. Eine Springmaus. Upsala, hat die jetzt funktioniert. Du wolltest die zweite noch mit reinlocken, ja? Ah, die zweite ist schon drin, ne? Hey Ammann, ich kenne mich mit Kämpfen und Abenteuern und so überhaupt noch nicht aus. Aber ich werde helfen, so gut ich kann. In meiner Magierhaltung kann ich Gruppenmitglieder mit regenerieren, heilen. Außerdem kann ich Schläger nutzen, um etwas Schaden zuzufügen. Aber nur ein klein wenig. Besser als gar nichts. Du weißt ja, dass ich in Kämpfen immer etwas nervös werde. Doch wenn ich eine Fokushaltung einnehme, vergesse ich irgendwie, was um mich herum geschieht. In meiner Fokushaltung kann ich die ganze Gruppe weiterhin verstärken. Danke für die Information, Gnad. Gut zu wissen, dass wir ein Team sind. Gleich mal aus und näher räumen, diese Mitbiecher. Stimmt's? Ja, Haltung ändern, Regen und Schläger. Kriegt ihr einen Schläger? Pock! Das nennt er ein bisschen Angst, das ist schon heftig. Ja. Naja, bis jetzt ziehen sie ja noch nicht viel ab, aber es wird noch. Boah. War das schon alles? Warte, jetzt sehe die Nagetiere, Regen. Ich glaube, das müsste das sein. Ja. Regener, also. Ne? Also schlafen. Keine Ahnung. Wenn wir einander helfen, spüre ich, wie die Kampfbindung wächst. Wenn die Kampfbindung vollständig aufgeladen ist, können wir unsere Haare Superhaltung aktivieren. Ich kann es gar nicht erwarten, die Macht meiner Blaser-S-Haltung zu entfesseln. Aber jetzt ist sie noch nicht aktiv. Kommt aber sicherlich noch. Ja, die zweite ist mit drin, deswegen an den gelben. Mal gucken, ob er außerhalb heilen kann. Versuch.
Nee, versuch's mal. Versuch's mal mit Fähigkeiten. Ja, geht nicht. Ah, vielleicht mit Kreis, wenn du außerhalb des Kampfes kreist. Nee, leider nicht. Okay. Ui, 3 gleich. Das hier besser noch nicht mit reinlocken. Könnte kritisch werden. Ah, das ist ja als Banne. Ein Ring für Amon wäre besser. Was war totstellen. Das? Achso. Haben wir ihn schon gewundert? Das war der Trick totstellen. Ja, ich hoffe, wir fallen. Hat er mich klauen und dann hat er mich totgestellt. Frag dich bloß warum. Ah, so kann man das machen. Achso, ich muss auch im Kreis bleiben. Ah, so geht das. Die Nagetiere haben Langeweile. Ja, ich glaube, die hatten dich auch von hinten erwischt. Daher. Ja. War so schnell. Was ist das, die Platte macht? Das war's, was du angekratzt? Ja, den Eisen ist schon ausgeräumt. Und die anderen beiden kommen noch dran. Ui, das war ein Kletterschar. Nicht gut. So, ich kann die Cut machen. So, er kann ja. Am besten rein. Benutze jetzt den Regen auf ihn. Ja. Aber vorher würde ich die Hand auch noch ausräumen. So. Halt den Dala. So. Und voll da. Und das regeneriert. So eine Art Regel, ne? Ui, voll daneben. Aber war ja voll früher nicht. Ja. Hat er noch Schläger. Schon wieder. Was? Daneben ja. Achso. Jo. Blick, falsch muss man. Und jetzt auch immer los. Jetzt ich weiß nicht. Ja, Blick. Ah, jetzt da. Ui, wieder ein kritischer. Ja, stand da auch kritisch. Unsere Kampfbindung ist vollständig aufgeladen. Kann ich jetzt meine Blaster-S-Haltung nutzen? Ja, Amon. Wenn du die Kampfbindung aktivierst, wirst du sehen, wie sie zu einem Supersegment wird. Die Anzahl der Supersegmente hängt von unserem Bindungslevel ab. Je höher das Bindungslevel, desto mehr Segmente werden wir haben. Drücke L1 und mach sie fertig, Amon. Naja, er hat zwar keine L1-Taste. Aber war ja es. Dann werde ich mal die ausprobieren. Uiuiui. Oh. Feuerschuss und Kartoffel. Na klar. Wird die Ratte erstmal gegrillt. Also nimmst du einen Feuerschuss. Wow, wow, wow. Und die brennt. Ja. Wie viel von den gelben Punkten hat Ring gebraucht? 2. Okay. Stehen. 12. Tüse und 12 Dada. Ach, der Regen muss erst gut mit dem nächsten Weg. Und Scheiß. Abgestürzt. Das gibt diesmal noch 2 Reis, ja. 10 und 2 Kerne. Das will hier schon noch ein bisschen große Seite, wie sich jetzt nicht. Da sollte man lieber warten. Ja. Bis alle 4 da sind. Man weiß mir nicht, wo man jetzt da heilen kann. Genau. Mal überlegen. Ja. Na, wenn man weniger HP. Sind doch jetzt auch nicht stärker, die Gegner. Ein bisschen schon. Ein Reißzahn und ein Kern. Komm, wie hinten mit Ruhe ist. Ah, hier hinten geht's sogar noch.
Uiuiui, die Fliege werden immer größer. Unangenehm. Wir wissen noch nicht mal, ob die sogar stärker sind. Könnte sein. Da war eben so ein Countdown gewesen. Sieht aus wie zwei, aber ob das zwei sind, Wir wissen jetzt nicht, wo man heilen kann. In der Stadt wäre es ja möglich. Ah ja, am Speicherpunkt, so dann gehe ich kurz mal hin und heile da. Weil ich will mal versuchen, diese drei Viecher da anzugreifen. Dieses überdimensionale Etwas? Oder was? Ja. Ah, das hier ist ein bisschen Laden. Heilbeiser, Kartoffelschüsse, Kosanlys. Belebe einen gefallenen Verbündeten. Hä? Was ist hier der Unterschied? Ich glaube, das eine ist ein Rezept für dieses Item für 300. Genau. Das vermute ich mal. Keiner? Nee. Ein Händler wäre schon gut. Hier ist einer. Wie es aussieht. Ja. Würde sich noch nicht mal anquatschen lassen, der steht nur dumm in der Gegend rum. Ja. Ist ja komisch. Aber ich nehme trotzdem ein paar hier von mit. Mattenfarben kann man nie genug kriegen. Ja. Sind genug da. 15 Stück haben wir. Von Kartoffeln sind 35 und Salbe Leber. Vielleicht doch erstmal. Nee, der Speicherpunkt heilt doch nicht. Nehme ich doch lieber ein paar mehr mit. Ich glaube, es gab ja auch eine Dings. Eine, sagen wir mal, Herberge. Ich gehe davon zumindest mal aus. Oh, das ist das etwas? Nein. Das ist mal da. Ne, das ist er. Das scheint etwas zu sein. Das ist ein Gümmel. Wenn du müde bist, kannst du nach oben gehen und dein Nickerchen machen. Das wird dich gleich heilen. Mach mal gerne. Ja. Mal gucken, was. Kostet gar nichts. LP wiederhergestellt. Die kriegen wir schon noch ein Team. Gut möglich. Diese Blüten. Na klar, was soll denn das sein? Eine Art von Blüten, bla bla bla. Oh, sind das viele Ratten. Kommen die auf einmal her. Kommt mal damit, ich will mal euch alle haben. Aber dann raube ich die zwar nicht aus. Das ist geil jetzt. Wenn ich die ausräume, das ist ein bisschen gefährlich jetzt. Ja, am besten draufklappen. Ja. Außer von dem Käfer, da kannst du einmal versuchen zu fangen. Zu klauen. Wenn ich den einzeln habe. Knapp verleiht dein Team unterschiedliche Fokusfähigkeiten. Ja. Ruhig ich mal das aus. Von dem, was das bewirkt. Vielleicht steigt der Nied oder so? Keine Ahnung. Zum Glück kann er ja Waffen werfen, das ist ein Vorteil. Na? Oh, ein Crit, ouch. Oh, wie oft denn noch? So viel wie Gegner sind. Angriffsfokus. Ein Verteilungsfokus wäre jetzt so gut. Ja. Nee, Gnad bräuchte jetzt eine Heilung. Auf jeden Fall muss das Vieh schon mal runter, ja. Oh ey, nicht so hastig hier. Hier gibt es noch andere Charaktere. Boah. Er blickt zum Glück. Ah, der hat. Falsche Drückversehen. Du musst sonst hast du Regen nicht zur Verfügung. Ja. Benutze lieber erstmal einen Trank. Ist sicherer. Oh, falscher Charakter. Was ist eigentlich Knarte heilen? Ja. Hinüber. Du hast keinen Kurs von Lüst. Ja.
Ah, der Angriffsfokus dürfte noch an sein. Nope. Verfehlt. Boah. Das war ein Fehler, dass du so viele versucht hast. Ja. Oh, 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 es wird kritisch. Ja. Oh ja, Verbrennung der Luft noch. Für drei Runden gehen wir frei. Ich glaube, das zieht jetzt weg. Ja. Wow, wow. Das wird eng. Das machst du nicht nochmal so. Der ist noch nicht stark genug. Aber jetzt hier keine Rüstung drin, glaube ich. Zum Glück habe ich doch vorher gespeichert, bevor ich wieder gegangen bin. Ja. Oh, jo! Oh, war ein KP wegen der Verbrennung. Hm. Und jetzt hast du schon wieder drei Runden lang. Käfer sind auch irgendwo stärker. Gab es auch irgendwie die Funktion für die Flucht? Glaube ich. Geht doch. Eine wenigstens oder weniger. Wenn ich das dafür. Aber im Aufladen sind das nicht so klar. Das muss aber einen richtigen dicken Bonus geben, und ich Geld muss das jetzt geben. Vorausgesetzt, du schaffst die Viecher. Je weniger es werden, desto sicherer wirst du. Boah, das Vibrot. Uiuiui. Wieder ein kritischer. Ein kleiner Käferangriff ist immer ein Crit. Ja, mit deinem Kurs der von Lys. Mein dein Ding. Wenn ein Käfer ist, dann belebe ich den, damit er die Erfahrung kriegt. Vorausgesetzt, du kratzt ihn vorher ab. Na dann. Aber ich kratze den Käfer nur mit. So an, dass er nicht, dass er die Hälfte ungefähr ist. Oder ich mache das lieber bei der Maus, weil so ein Käfer ist stärker. Oder ich mache die lieber erst runter, weil die Verbrennung in Boden noch. Ja, ist sicherer. Über dir das Feuersymbol und dann den Runden-Countdown. Oh, schon wieder ein Quit. Wenn
wenn der Kampf erstmal vorhanden ist, dann wird erstmal Rishi trainiert. Das wird dann aber im Let's Play nicht gezeigt. Mhm. Mal schauen, das wird gezeigt. Mal sehen, ob der Kampf geschafft wird. Wollen wir es hoffen. Weil es bringt ordentlich Geld. Naja, die ganzen Heiltränke müssen auch wieder reinkommen. Mhm. Sicherheit habe ich noch nicht. Ich glaube, du hattest deinen Kurs von Nüß dabei. Zwei hatte ich, ja. Dann einen Kurs von Nüß? Ja. Und da, endlich. Jetzt ist nur noch ein Käfer. Dann du machst das so, wie du es geplant hast. Du lädst das Knattern. Jetzt ist er gut runter, das war ein kritischer. Ja. Knart beleben. Ich will mal wissen, wie man den Effekt hat, den das nicht ging. Mit Kreis setzt auch. Genau. Setze den Kurs von Lüst. Ja. Das müsste jetzt ordentlich was geben. Ja. Hä? Langer Kampf. Knall hat er überlebt. Guck mal, jetzt geht's erstmal zurück. Tränke auffrischen. Ah, ein paar Monster. Ein paar Tränke auffrischen. Ja. Wäre hilfreich. Damit erstmal vortrainiert wird, erstmal geht das Geld runter, das kommt dann auch wieder rein. Wenn man ein bisschen stärker ist, dann kommt es auch wieder. Mhm. So, hier auf 10 Uhr die 71 Uhr noch. So, und das war's dann erstmal für das Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video, aber diesmal, ich trainiere die Charaktere noch ein bisschen. Und so, bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss.